Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wir müssen einen Tag warten, bis wir uns wieder mit Esme treffen können. Daher würde ich jetzt einmal hier in Richtung der Höhle, um den Wildmagier Bertrus in Schlitzer zur Strecke zu bringen. Und einmal schauen, so... wir haben ja einige Kopfgeldjagden quasi, glaube ich, vorweggenommen, aber Bertrus, glaube ich, haben wir noch nicht gemacht. Oder eigentlich, Dings ist ja weiß markiert, die Höhle. Vielleicht waren wir doch schon mal da. Warte, ist das schon der Weg? Ja, das ist schon der Weg dahin. Vielleicht waren wir schon mal da und haben Bertolus erledigt, aber wir haben das, was wir von ihm brauchen als Beweis, nicht mitgenommen. Oder er ist wieder zum Lebenden gerespawnt. Hier, das ist der Weg. So. Totensturm. Mein schönes Schwert. Doch, hier waren wir definitiv schon mal. Sind die eigentlich hier wieder am Leben? Hier waren wir definitiv. Ach, komm schon. Einmal schnell speichern. Er lebt doch. Okay, der ging aber auch schnell drauf. Hat aber nichts. Ich glaube, den hatten wir ausgelassen gehabt, aus irgendwelchen Gründen. Nee, hier waren wir auch schon drinne. Kritos? Verdammt! Okay, wie leicht die auf einmal hier sind. Set das viel gereisten, nehme ich mal mit. Krustenbrot nehmen wir mit. Der Felsenzuflucht. Stab der Erdung. So, nehmen wir mal mit. Armseliger Seelenstein gefüllt, Ambrosia, alter Eisenpfeil, Zauber, Totenfunke, lassen wir liegen. Okay, den Bereich waren wir, glaube ich, nicht, wenn hier die noch am Leben sind, Kritos und Bertolus. So, wo geht's da lang? Wir haben nicht alle gemacht, oder? Hier hinten haben wir zumindest nicht weiter. Gittertür. Lebenstrank, ranzig, nehme ich mal mit. Friedenskraut. Ich will später mal gucken, ob wir Friedenskraut auch wirklich rauchen können, wenn wir die Pfeife dafür haben.
Wo kommen wir hier hin? Groschen. Hier geht's wieder raus. Daher gehen wir mal die anderen Wege hier absuchen einmal. Noch ein zerflattertes Buch. Was gibt's hier? Das ist leer. Friedenskraut, Knoblauch. Ach, das ging im Kreis, oder wie? Aber wie öffne ich das hier? Muss es doch einen Weg geben. Aber egal, wir haben erledigt, weswegen hier wir hier waren. Ging aber auch echt schnell. Das war jetzt keine 10 Minuten, dass wir das erledigt haben. Und das heißt, wir können jetzt einmal nochmal zurück. Und ich freue mich, sobald wir die nächsten Skarak-Sets haben. Dum, 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 dum. Also die Maske ist schon mal geil. Die Handschuhe... Ja, geht. Die Schuhe... die Maske gefällt mir auf jeden Fall. Die... Und das soll ja eines der... Beziehungsweise die beste Rüstung sein, die es in dem Game gibt. So, abgesehen von der einen Himmelsstürmer-Rüstung. Die man, by the way, nur selber spielen kann. Die, also ist das hier die beste auffindbare Rüstung. Dum, dum, dum. Jetzt ist nur die Frage, was gibt es denn noch an Steckbriefen, die wir jetzt erledigen können? Mythen nach waren die ersten Arp ein Junge. Ah, das muss ich lesen. Das muss ich lesen. Ich will mehr über die Arp erfahren. Hm? Ihr seid Fremdländer, was? Ich wusste, ich hätte auch mal das rote Meer überquert. Was ist mit ihm? Valkyra gesehen. Schreitet wohl. Schreitet wohl, Madame. Die Grata ist eine Sekte, die in den Tunneln der Unterstadt haust und von dem mysteriösen Vater beherrscht werden, gehe ich mal von aus. So. So, an diesem Anhänger werden Kopfgeld aufdecken und gesucht. Maulus war ein blinder Passagier, der sich auf einem Schiff versteckte, das aus Nerim kam. Er wurde am Hafen entdeckt, überwältigte die Kapitänin des Schiffes und ermordete auf seinem Weg durch die Stadt drei Rekruten der Stadtwache, um sich anschließend in der Unterstadt zu verkriechen. Ich muss ihn töten, um das Kopfgeld zu kassieren. Für sein Ableben sind 200 endraleische Groschen ausgeschrieben.
in die Unterstadt. Okay, dann werden wir wahrscheinlich jetzt die Quest mit Tarael aus Versehen weitermachen, wenn wir da vorbeikommen. Aber okay. Aber ein paar Kopfgeldaufträge, ein bisschen Geld dazu zu verdienen oder Erfahrungspunkte. Warum nicht? Ich will den Text haben. Ich will den Soundtrack auch so haben. Aber ich muss mal die Dateien absuchen. Boah, bis hier hinten. Lasst mich einfach in Frieden. Bis hier hinten hört man das sogar richtig. Ich will den Soundtrack. Den muss ich mal raussuchen. Befrei dich vom Fleisch. Und ihrem Leben. Verdammter Stahlkörper. Ihr seid Abenteurer, oder? Wart ihr schon mal auf Melee? Diese Erstarrten wohnen dort. Das hat mir mein Papa erzählt. Die denkt wohl, sie ist Vatyra höchstpersönlich. So. Hier müssen wir hin. Altes Wasserwerk. Hestzell? Was macht er denn hier? Hm? Wo ist denn Balnami? Auftrag erfüllt. So, Pfeile, Dietriche, Groschen. So. Er hat nichts. Bisschen enttäuschend. Warte. Nee, wir gehen den anderen Weg. Auch Abenteurer werden.
War das hier der Weg wieder raus? Hauptkaugummi, ja. Hallo. Hallo. Wo ist denn die Badin? Ist sie noch da? Ja. Kümmert euch um euren eigenen Kram. Obwohl, warte mal. Ich würde vielleicht... Besucht einen Ark? In unserem Schatten. Ich würde das dann vielleicht doch... Doch machen wollen. Solange wir auf Esme warten. Malfas zum Gruß. Malfas zum Gruß. So, erstmal liefere ich jetzt das Kopfgeld ab. Und dann reden wir mit Tarail. Schreitet wohl. Schreitet wohl. Wird ein Würgler Kopfgeld entgegengenommen? So, was haben wir Neues? Ora Millentanz ist eine Viehdiebin, die sich vermutlich im alten Leuchtturm an der Bauernküste versteckt. Sie wurde des Nachts bei mehreren Viehdieben und Opferungen beobachtet. Achtung, es sollte mit wildmagischen Fähigkeiten gerechnet werden. Für ihr Ableben sind 250 Endralea Groschen ausgeschrieben. Obst gibt. Bauernküste, okay. Ich hatte jetzt kurz gedacht, da hinten. Aber okay, wenn es nur hier ist. Aber wir machen jetzt erstmal mit Tarail vielleicht weiter. Erstmal ein bisschen. Und dann das mit der goldenen Sichel müssen wir auch noch zu Ende machen. Malfas zum Gruß. Malfas zum Gruß. Misser. Ah, das hochwohlgeborene Sonnenkind stattet uns einen Besuch ab. Schaut gut hin. So sieht echte Arbeit aus. Hm? Warte mal. Okay, von hier komme ich nicht weiter. Jetzt stecke ich fest. Wo ist... Wo ist von Tarail das Versteck? Was hat er gesagt? Wieso wird das hier nicht angezeigt? Jetzt muss ich suchen. Ist Tarails Versteck. Wenn ich um die Rate von meinen Fähigkeiten als Söldner zu überzeugen, muss ich ihnen die verlorenen Seiten des Schlechters bringen. Stimmt, da war ja was. Wir haben die, die Seiten Schlechters gar nicht. Da fehlt uns ein bisschen was. Hela! Was? Habt ihr das? Na, dann zeigt mal her. So, hier habe ich, glaube ich, abgesehen von den Stäben, nichts für ihn. So, Amulette Verbergung. Des tapferen Jägers. Ja, das ist zu teuer für ihn. Ring der Blitzresistenz. Ein. Okay, Frostresistenz. Mächtigen Ausdauer. Ich guck mal, ob er vielleicht. Er hat keine Bücher. Und schon ist er pleite. 100 an der Zahl.
Der falsche Hund. Willkommen im Juwel der Unterstadt. Mal gucken. Ich möchte etwas tun. Ja? Hat er was vielleicht, soll sein? Hat er vielleicht Bücher? Nein. Bis dann. Bis dann. Nur für kurze Zeit getrennt sein sollten sie. Ich glaube, wenn ich die Bücher nicht vollständig habe, komme ich hier auch nicht weiter, oder? Wohnbaracke? Darf ich hier überhaupt sein? Jemand soll im Schlagloch das Monstrum besiegt haben. Oh, das hätte ich zu gern mit angesehen. Ja. Hallo. Einen Obolus. Der Herr wird es euch vergüten. Ist das hier sein Versteck? Wohnbaracke, Geselle? Okay, ich glaube, mit Tarail kommen wir echt nicht weiter. Bis wir die Bücher vollständig haben. Oder Schuppen? Da seid ihr endlich. Ah! Ich dachte schon, ihr habt kalte Füße bekommen. Ich habe euch gesucht. Und nun, ich nehme an, ihr bringt mich zum ersten Seher? Wäre ein Versteck außerhalb der Stadt eigentlich nicht sicherer gewesen? Im Gegenteil. Auch wenn man als Stimme der Alate eine Menge, sagen wir, Vorteile genießt, wird man dennoch genauso überwacht wie die Sprösslinge und Akolyten. Wenn ich ohne ersichtlichen Grund die Stadt verlasse, würde das mehr Misstrauen erwecken, als wenn ich hier unten einfach mal für ein paar Stunden von der Bildfläche verschwinde. Und nun, ich nehme an, ihr bringt mich zum ersten Seher. Das ist der Plan. Aber wie gesagt, müssen wir zuerst noch ein paar Dinge besprechen. Und bitte hört genau zu, auch wenn es euch langweilt. Wenn unsere Tarnung auffliegt, dann war's das. Nicht nur mit unserem Plan, sondern auch mit uns beiden. Also, die Ralate hat eine vom Vater verfasste heilige Schrift, genannt der Ralas oder auch das Buch aus der Asche. Seine Verse sind das Gebot jedes Ralaims. Verstehe, und inwieweit betrifft mich das? Insofern, als dass es ein paar Regeln gibt, die ihr befolgen müsst, wenn wir im Tempel sind. Gegen sie zu verstoßen, ist eine grobe Respektlosigkeit. Und kein Söldner, dem sein Leben lieb ist, würde das tun. In anderen Worten, wenn ihr eure Tarnung aufrechterhalten wollt, müsst ihr sie befolgen. Nummer 1. Redet nie mit einem Akolyten, einer Stimme oder einem Seher, wenn ihr nicht gefragt werdet. Als Söldner seid ihr auf einer Stufe mit den Sprösslingen. Also ganz unten in der Rangordnung. Und wenn mir das egal ist, nur so aus Neugier. Gut. Hört her. Ihr seid eine ganz harte Nummer. Ich hab's verstanden. Aber noch einmal. Kein Söldner außer ein Lebensmüder würde im Tempel der Ralata gegen ihre Regeln verstoßen. Erstens senkt das die Chancen, dass der erste Seher euch für die Mission anheuern wird. Und zweitens könnte es unsere Tarnung gefährden. Also, tut mir einen Gefallen und hebt euch eure verwegene Abenteurernummer für die Arkanobeldamen auf. Okay, und woran erkenne ich die Ränge? An der Gewandung. Sprösslinge tragen einfache Stoffroben und manchmal eine Kapuze. Die Akolyten tragen die Roben der Ralata, die ihr an den violetten Sonnenmustern erkennt. Seher tragen ähnliche Roben, nur etwas ausgefallener. Stimmen dieselbe Rüstung wie ich. Regel Nummer 2. Tragt das hier, wenn ihr in den Tempel geht. Die Ralata verabscheut Körperlichkeit und deren zur Schaustellung. Niemand wird euch angreifen, wenn ihr ohne Verschleierung den Tempel betretet. Aber es wird die Leute misstrauisch machen. Und zu guter Letzt Regel Nummer 3. Redet nicht offen über den Vater. Das ist Frevel. Ihr werdet ihn vermutlich ohnehin erst bei der Expedition zu Gesicht bekommen. Es gibt Ralaim dort unten, die seit über 20 Jahren Teil der Ralata sind und ihn noch nie von Angesicht zu Angesicht gesehen haben. Warum hat die Ralata denn so ein Problem mit Körperlichkeit? Weil sie, wie auch alle körperlichen Freuden, den Menschen angeblich an seine Hülle binden. Und warum ist es Frevel, über den Vater zu sprechen? Was weiß ich. Es ist eine Regel. Und wie religiöse Menschen nun mal eben sind, befolgen sie Regeln gerne, ohne sie zu hinterfragen. Ich bin mir sicher, der Vater hat seine Gründe. Habt ihr den Vater denn je gesehen? Ich schätze, als er noch an mir herum experimentiert hat, habe ich ihn öfter gesehen, als mir lieb war. Aber falls ihr meine Zeit bei der Ralata meint, ein einziges Mal, ja. Kurz. Und wie ist er? Anders, als ihr ihn euch vermutlich vorstellt. Sonst noch was? Ja. Falls der erste Seher euch fragt, ihr habt mich kontaktiert, nicht andersrum.
Euch ist zu Ohren gekommen, dass der Vater nach den Seiten sucht und ein Mann namens Rezio Daran hat euch den Tipp mit Kalian gegeben. Daraufhin habt ihr mich im falschen Hund kontaktiert, um die Seiten zu holen. Also, genug geplaudert. Gehen wir. Der erste Seher weiß von unserem Kommen. Und wie jeder Schläfer werdet ihr am Eingang von einer Stimme überprüft, bevor wir hineingelassen werden. Schläfer? Ein Mensch, der die Wahrheit des Ralas noch nicht erblickt hat. Also jeder, der kein Ralaim ist. Gut, dann mal los. Alles klar. Bleib dicht hinter mir. So, ich muss jetzt die Dings hier anziehen. Warte mal, wo ist denn das? Sprösslingsrobe der Rater mit Kapuze. Tarail? Okay, warte mal, ich muss vielleicht... den Rucksack einmal ausziehen vielleicht? Einfach nur so, das auch einmal vielleicht? Ist sonst noch irgendwas an? Ah, die Skarak-Schuhe lasse ich an. So. Ich glaube, die Handschuhe muss ich auch ausziehen. Sieht auf jeden Fall schon interessant aus, sagen wir mal. Tarail? Hätte ich einen Moment, ich habe ein paar Fragen. Was? Wenn die Trennung ohnehin bevorsteht, wäre die Herrschaft des Vaters dann nicht ohnehin so? Dass er ordentlich unten keine Macht hat, dass die Ralata diesen Ort beherrscht? Ja, egal. Schon wieder so ein reicher Schmösel. Unterstadt Barackenplatz, komm, öfters. Geht weiter. Wieder am Aschehaupt? Den kenn ich doch noch gar nicht, oder? Tarail? Ich denke nur, sie ist Martyrer höchstpersönlich. Hä? So, Tarail, lauf vor. Worauf wartet er? Verdammte Ratten. Fressen nur noch das letzte Stück Brot aus der Tasche. Ihr seid Abenteurer, oder? Wart ihr schon mal auf Melee? Diese Erstarrten wohnen dort. Das hat mir mein Papa erzählt. Ja, ich mach so. So sehe ich besser. Ich steck hier fest. So. Ah, okay, Arenaplatz. Also hier haben die Ralaim, Ralata, ihren Sitz irgendwo. Ralata Scherer. Wir sehen euch. In der Wohnbaracke hier? Okay. So, gleich sind wir da. Geht weiter. Zeigt Respekt, Oberstädter. Nur ein Haufen. Wer? Ja. Bruder Trauer? Durch Arbeit zum Recht. Bruder Zorn, aus der Asche zu Blut, aus dem Blute zur Freiheit. Ist das der Neuankömmling? Ja. Sie kennt die Regeln? Natürlich. Hm.
Haltet still. Einmal kurz speichern. Das ist noch eine Nachtigallenrüstung. Also, Mütze. Interessant. Ihr dürft passieren. Hab Dank, Bruder. Ralata Scherer. Des Vaters Segen. Gut. Das war seltsam. Warum werdet ihr Bruder Zorn genannt? Ach, richtig. Die Kurzfassung. Sobald man sich dem Ralas verschreibt, nimmt man einen neuen Namen an. Nämlich den seiner größten Schwäche im früheren Leben. Ralaim untereinander sprechen sich ausschließlich damit an. Aber in der Außenwelt verwenden sie meistens ihre alten Namen. Ah, okay. Neues Wissen über Andral gesammelt. Kennt ihr die alten Namen der anderen Schüler? Kaum. Den meisten ist es unangenehm, über ihre alte Identität zu sprechen. Dass Zorn eine Schwäche ist, verstehe ich, aber warum Trauer? Jede Emotion ist eine Schwäche. Freude, Gier, Lust, Hass. Laut dem Ralas ist alles, was menschlich ist, ein Hindernis auf dem Weg zur Trennung. Und warum war das jetzt seltsam? Dieser Kerl, das war nicht irgendeine Stimme, sondern Bruder Trauer, der Leibwächter des Vaters. Jeder einzelne Ralaim, den ich bisher gesehen habe, war maskiert. Wie kommt es? Aber warum schickt der Vater seine Leibwache, um uns zu empfangen? Das ist die Frage. Bleiben wir einfach wachsam. Ja, ich hab auch, er klang etwas seltsam. Ich weiß, so war er schon immer. Aber unterschätzt ihn nicht. Dieser Mann ist eine Bestie. Ich habe ihn einmal gegen 4 Straßendiebe kämpfen sehen. Die meinten, es sei eine gute Idee, sich mit einer Stimme der Ralata anzulegen. Einem hat er geradewegs den Kopf von den Schultern geschlagen, dem nächsten mit dem Schwertknauf das Gesicht zertrümmert. Und die beiden übrigen hat er mit einem einzigen Schwerthieb gefällt. Okay. Jeder einzelne Ralaim, den ich bisher gesehen habe, war maskiert. Wie kommt es? Die meisten Ralaim tragen eine. Auch wenn vollständige Verhüllung nicht zwingend ist. Es ist ein Zeichen von religiöser Hingabe. Alles am menschlichen Körper ist verabscheuenswert. Auch das Gesicht. Okay, gehen wir. Ja. Ich hatte jetzt genug Fragen. Unbekannter Ort? Okay, die Musik. Du hörst einfach auf, dir darüber den Kopf zu zerbrechen. Schwester Tressa ist meine Familie. Nein, sie waren es. Du bist Ralaim. Die Trennung steht bevor. Bruder Wollust? Das ist die einzige Familie, die du jetzt noch brauchst. Also, verbrenn die Briefe. Meditiere. Geh deinen Pflichten. Spross. Jetzt ist der falsche Zeitpunkt, um Schwäche zu zeigen. Schwester Neid? Schwester Eitelkeit? Hier ist der Seher. Bruder Habgier? Aus der Asche zu Blut, aus dem Blute zur Freiheit. Ah, Bruder Zorn. Ist das unser Gast? Ja, er ist der Seher. Sie hat uns die verlorenen Seiten gebracht. Beeindruckt. Zeigt. Hier. Tatsächlich. Sag mir, woher wusstet ihr, dass der Vater die verlorenen Seiten sucht? Einer meiner Kontaktpersonen hat mir davon erzählt. Rezio Daran. Verstehe. Und wie habt ihr Bruder Zorn kennengelernt? Auch von eurem Kontakt? Wir haben uns im falschen Hund getroffen. Mir wurde gesagt, dass die Ralata dort ihre Söldner anheuert. Das tun wir in der Tat.
Wohlan, denn. Ich bin Bruder Sehnsucht, oder für euch einfach nur der erste Seher. Ich nehme mal an, dass ihr wisst, wie viel dieses Bündel Papier wert ist. Bruder Zorn hat euch vermutlich eine Belohnung versprochen, richtig? Habe ich. Na so. 300 Groschen. Gut, dann geht den Turm hinauf zu Schwester Neid. Sie wird euch auszahlen. Bruder Zorn, werdet ihr unseren Gast anschließend wieder nach draußen begleiten? Wenn ihr es wünscht, erst der Seher, dann ja. Was willst du damit sagen? Ich... nach einerlei. Des Vaters Segen, erster Seher. Hab Dank für eure Zeit. Sprich. Naja, die Expedition. Ihr sagtet, der Vater habe euch angewiesen, fähige Söldner anzuheuern. Schatzjäger. Verstehe. Du denkst, sie wäre eine geeignete Kandidatin. Ich sag mal nichts. Ihr müsst nicht von mir reden, als wäre ich nicht da. Ich sag nichts. Ich erkenne kein magisches Talent in ihr. Warum denkst du, dass sie bei der Mission helfen kann? Wir haben bereits genug Prügelknaben. Vielleicht habt ihr recht, erster Seher. Ich will euer Urteil nicht in Frage stellen. Na gut. Eigentlich haben wir bereits genügend Söldner. Aber ihr seht tatsächlich fähiger aus als der Abschaum, der sich sonst in diesen Gassen rumtreibt. Bevor ich dem Vater aber meine Empfehlung ausspreche, will ich, dass ihr euch beweist. Bruder Habgier? Schwester Hochmut, ist sie nach wie vor im Lichthain? Gut, dann bringt diese Frau ins Düstertal. Ich will, dass ihr jemanden tötet. Schwester Hochmut, eine abtrünnige Stimme. Bringt mir ihr Herz und ich werde in Erwägung ziehen, euch dem Vater vorzuschlagen. Na gut, wo finde ich diese Schwester Hochmut? Wer ist diese Schwester Hochmut? Was hat sie verbrochen? Ich würde das gerne fragen, aber ich glaube, dass, und damit verrate ich mich. Na gut, ich finde diese Schwester Hochmut. Im Düstertal. Sie ist in eine Höhle geflohen. Wohl in der Hoffnung, dass wir sie dort nicht finden. Bruder Habgier wird euch den Weg zeigen. Viel Erfolg. Und ihr, Bruder Zorn, ihr bleibt noch kurz bei mir. Wir haben noch etwas zu besprechen. Habgier? Euer Sturmmann, sein Kopf ist leicht seitlich gelegt, in einer fragenden Geste. Gehen wir. Macht eine bejahende Handbewegung. Ich kann mich jetzt nicht bewegen. Ich habe mein Geld noch nicht abgeholt. Meine 300 Groschen. Bruder Habgier reicht euch einen Zettel. Bruder Habgiers Notiz lesen. Da. Wir glauben, dass sich Nessa in einer kleinen Höhle westlich von dir versteckt. Lichthain. Geht hinein, tötet sie, dann kommt zu mir zurück. Ich werde hier warten. Okay, meine Rüstung wieder anziehen. So, Eternabogen. In Unterwäsche will ich jetzt hier nicht rumlaufen. Hier. Da oben soll die sein? Ich weiß jetzt nicht, wie krass sie drauf sein soll. Oh!
Bei den Skarax. Skarakbogen? Nichts ist besser. Okay. Nach Lichtheim. Hier waren wir sogar schon mal. Damals waren die etwas sehr stark, sagen wir mal so. Jetzt geht er sogar. Skarakrieger. So, Stahlpfeile. Pfeile nehme ich mit. So. Ich suche mir einen anderen Weg dahin. Ich glaube, den Sturz über werde ich zwar überleben, aber Schaden bekommen. Boah, ich weiß noch, das ist jetzt aber auch schon 60 Folgen her, glaube ich, wo wir hier waren. Und als wir hier waren, war das eher noch weniger so leicht wie jetzt. Jetzt ist das deutlich leichter. So, die Pfeile nehmen wir mit. Gibt es irgendwie wieder Dämonenherz, nehme ich mit. Ich habe keine Ahnung, was ich mit den Dämonenherzen machen kann. Und ob es wirklich Dämonen hier auch gibt. Da gibt es noch einen. So, Mist, der ging daneben. Willst du mich verarschen? Definitiv was essen. Weil es wird langsam knapp hier. Brezel, Cremetorte. Gibt's da unten was? Ich spring mal. Gibt's hier wieder was Neues? Verblichene Seite. Ich werd verrückt. Und alle wissen's. Sie wissen's, obwohl sie tun, als täten sie's nicht. Aber was soll ich machen? Ich kann nichts dafür. Ich bin ihnen, bin dem Vater immer treu geblieben. Ich muss nachdenken. Und ich muss beten. Es wird besser werden. Es muss. Ein von drei Seiten gefunden. Okay, es gibt hier drei Seiten. Also Nessa ist verrückt geworden. Okay, wenn wir jetzt hier nochmal hochgehen.
In dem einen Raum gibt es da vielleicht wieder eine Seite? Was ist das? Menschliches Herz. Ektoplasma. Wenn ich das Herz hier nehme, kann ich sagen, das ist das von Nessa? Verblichene Seite? Ich kann es nicht mehr. Vater, Malfas, Schicksal oder wer auch immer mir zuhört, rettet mich. Sonst gehe ich kaputt. Ich werde laufen. Weit weg von hier. Irgendwohin, wo niemand mich kennt und niemand mich sieht. Anders geht es nicht. Vater, verzeih mir. Du musst es verstehen. Okay. Gibt's hier noch eine Seite? Da unten. Ich gehe jetzt aber mal nach oben. Hier müsste noch jemand sein, ne? Oder auch nicht. Aber eine Seite müsste hier rumliegen. Mit Sicherheit irgendwo. Wie komme ich da hin? Ernsthaft, wie komme ich da hin? Muss es doch irgendwo einen Weg geben, oder nicht? Hier vielleicht? Tatsache, hier. Das hier kennen wir gar nicht. Schwester Hochmut. Was? Wer seid ihr? Nein, wartet. Sagt nichts. Ihr seid meine Strafe, nicht wahr? Ihr seid hier, um mich zu töten. Der erste Seher sagt, ihr hättet die Ralata verraten. Warum? Die Gesichter. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte einfach nicht mehr. Wovon sprecht ihr? Was für Gesichter habt ihr gesehen? Keine! Das ist es ja! Ich... Am Anfang dachte ich, es wird vorbeigehen, wisst ihr? Dass es nur eine Krankheit ist. So wie die Fleischmagen. Aber das tat's nicht. Es wurde immer schlimmer. Erst nur diese... Fremdheit. Dann die Gesichter. Die Fremdheit? Was meint ihr? Dieses... Gefühl, dass ich...
nicht ich selbst bin. Dass Schwester Hochmut, dass Nessa nur ein Zuschauer ist und sie selbst eine Puppe. Nessa, wer ist das? Ich. Mein Name, bevor der Vater mir den Rallas zeigte. Ihr könnt also keine Gesichter mehr sehen, ich verstehe nicht. Es hat vor 2 Jahren angefangen. Manchmal, wenn ich mit Menschen geredet habe, hat ihr Gesicht plötzlich begonnen zu zerlaufen. Wie Farbe. Wie Wachs. Zuerst habe ich gedacht, dass ich krank bin. Hab Kümmerwurz getrunken, jeden Tag. Aber es ist nicht besser geworden, sondern wurde immer mehr. Alles schmolz, verschwand. Erst die Nase, dann die Augen, dann der Mund. Bis nur noch ein glattes, flaches, abscheuliches Stück Haut übrig war. Deshalb die Augenbinde? Ja. Sie hilft nicht gegen die Fremdheit. Aber zumindest muss ich so die Fratzen nicht mehr sehen. Habt ihr mit einem Heiler darüber gesprochen? Heiler? Nein! Nein, natürlich nicht! Niemand durfte es erfahren. Wenn sie es gewusst hätten, hätte der Vater mich am Tag der Trennung zurückgelassen. Und das durfte nicht passieren, versteht ihr? Auf keinen Fall! Und weshalb seid ihr geflohen? Warum? Weil ich schwach war. Wütend und schwach. Ich dachte, wenn ich nur fliehe, weit genug weg vom Vater, dann würden die Gesichter wiederkommen. Aber sie taten es nicht. Natürlich nicht. Weil ich das Problem war. Das habe ich nun verstanden. Mein Glaube an den Rallas war zu schwach. Mein Glaube an den Vater. Und deshalb muss ich sterben. Ich habe es akzeptiert. Was hat eure Krankheit mit eurem Glauben an den Rallas zu tun? Alles! All die Zeit über. Speicher vielleicht einmal. Ich war eine schlechte Rallain. Kann ich nicht, okay. Ich habe gesündigt. Immer und immer wieder. Ich habe mich meinem Körper hingegeben. Genauso wie die Schläfer es tun. Das hat meinen Geist verpestet. Genau wie der Rallas es lehrt. Was auch immer ihr getan habt, ich glaube kaum, dass fehlender Glaube einen krank werden lässt. Ihr habt euch euren Körper hingegeben? Was soll das heißen? Ich will nicht darüber sprechen. Okay, was auch immer ihr getan habt, ich glaube kaum, dass fehlender Glaube einen krank werden lässt. Natürlich sagt ihr das, weil ihr selbst ein Schläfer seid. Und das angreifen, dann tut es mir leid. Ich will euch nicht töten. Aber der Vater hat es euch doch befohlen. Das ist mir egal, ich werde keine unschuldige Frau töten. Es muss einen anderen Weg geben. Nein, den gibt es nicht. Und selbst wenn, ich würde ihn nicht gehen. Das hier ist meine Strafe. Die Strafe für meine Schwäche. Versteht ihr denn nicht? Und wenn ich nur den Mut hätte, hätte ich es schon längst selbst beendet. Bitte lasst mich euch helfen. Ich bringe euch an einen sicheren Ort. Sie ist eigentlich immer noch den Rallas hier, sie will dazugehören, so. Sie ist nur irgendwie zu schwach. Und, ich glaube, wenn wir sie nicht töten, fällt unsere Tarnung auf. Ich glaube, ich habe keine andere Wahl. Das, ja, wie es hier jetzt steht, dann tut es mir leid. Muss es nicht. Es ist das einzig Richtige. So, was gibt's hier? Silberkelch? Vater, vergib mir. Nessas Herz. Handschuh der Rallaim, Harnisch der Rallaim, Stiefel der Rallaim. Ich nehme das mal mit. Silberstahlschwert des Frostzorns. Und Diadem des Limbus. Hypnotisieren, nehme ich mal mit. Gibt es hier sonst noch irgendwie was?
Ich glaube wirklich, das wäre aufgefallen. Okay, da war ein kurzer Bereich, wo ich Luft kriege. Warum auch immer. Irgendwie so. Gehen wir einmal zurück. Aber interessant, dass wir hier nochmal auftauchen bei den Skarax. Das Herz zeigen, Schwester Hochmut ist tot. Ein falsches Herz geben, Schwester Hochmut ist tot. Nimmt das Herz, studiert es, dann reicht er dem Spieler einen weiteren Brief. Wo ist denn das? Bruder Habgis zweite Notiz. Kehrt zurück zum Tempel. Wollt ihr mit mir kommen? Denkt an die Verschleierung. Ja, okay, wo ist denn die Verschleierung? Nochmal? Ich bin bereit, gehen wir. Bejahende Handbewegung. Das Herz geben. Und ich muss noch mein Geld hier abholen. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao! Thank you.